Die Grünen, sie gehen jetzt über Leichen, sie setzen sich über ein Gerichtsurteil hinweg und das hat wirklich Konsequenzen. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Die Politik ist normalerweise dafür da, sich an die Gerichtsurteile unserer Gerichte zu halten. Jetzt gibt es hier allerdings grüne Politiker, die sich über ein Urteil des Oberverwaltungsgerichtes hinwegsetzen, sich selbst eine Ausnahmegenehmigung aussprechen und damit den Tod von mehreren Tieren in Kauf nehmen. Ja, richtig gehört. Die Grünen sind bereit, eines ihrer wichtigsten Projekte über Bord zu werfen. Den Schutz der Tiere. Wir sind in Hamburg. Hier gibt es einen Umweltsenator der Grünen, Jens Kersthan, der mit seiner Politik 18 Feldlerchen, eine besonders geschützte Vogelart, hier töten wollen, beziehungsweise den Tod dieser Vogelart in Kauf nehmen. Und das ist kein Spaß. Ich finde hier allerdings, das ist aus mehreren Gründen hier interessant. Und ich bin selten ein Befürworter von grüner Politik, aber die Entscheidung des Senators hier in Hamburg, den Schutz dieser 18 Vögel zu ignorieren, halte ich für vollkommen richtig. Aber ich zeige euch, wer sich hier am meisten darüber echauffiert. Es ist die CDU. Und es geht am Ende um 7.500 Wohnungen für 15.000 Menschen. Hier ist ein Foto. Es geht um die Wiesen für den neuen Hamburger Stadtteil im Bezirk Bergedorf. Dort möchte man ein neues Quartier errichten. Und es hat sich jetzt der Streit entbrannt über diese seltene Vogelart dort. Dort leben 34 Paare streng geschützter Feldlerchen. Das Oberverwaltungsgericht hat entschieden, die ortstreuen Vögel dürfen in maximal 2 Kilometern Entfernung auf Ausgleichsflächen versucht werden, umzusiedeln. Jetzt gibt es ein Problem. Die Flächen in 2 Kilometern Entfernung, sie sind nicht groß genug. Es ist nur Platz für 50 Vögel, 9 Pärchen, also 18 Vögel bleiben außen vor. Für die wollte jetzt der Hamburger Grünen-Senator eine Ausgleichsfläche über 20 Kilometer weit weg beschaffen. Dort fliegen die Vögel gar nicht hin. Und jetzt ignoriert man das einfach und hat sich eine eigene Ausnahmegenehmigung erteilt. Und das ist auch gedeckt laut dem Gesetz. Die Umweltbehörde sagt selbst, man hat sich eine Ausnahmegenehmigung erteilt, das gebe das Bundesnaturschutzgesetz her. Und das ist wieder bigotte grüne Politik. Sie haben das Bundesnaturschutzgesetz so weit vorangetrieben mit ihrer Lobbyarbeit, dass es ihnen jetzt quasi nicht mehr in die Karten spielt. Jetzt wollen sie hier für die Bürger in Hamburg Wohnungen bauen. Da gibt es noch Politiker, die wollen anscheinend wiedergewählt werden in Hamburg. Und da gibt es dann hier Naturschutzauflagen, über die man sich einfach hinwegsetzt. Ja? Man ignoriert das Gerichtsurteil, schreibt sich eine Genehmigung, nach denen das in Ordnung ist, dass die anderen 9 Paare hier keine Ausgleichsflächen haben. Und damit nimmt man quasi den Tod der Feldlerchen in Kauf. Ich finde diese ganze Naturschutzdebatte sowieso lächerlich. Natürlich nehmen wir den Tod von ein paar Feldlerchen in Kauf, wenn wir dafür Wohnungen bauen. Wo kommen wir denn dahin, dass 18 Vögel darüber entscheiden, dass 15.000 Leute keine Wohnung kriegen? Das ist, da muss man sich mal in den Kopf greifen, wer sich das überhaupt ausgedacht hat. Ja? Wir können nicht um jeden Preis die Natur schützen. Das geht nicht. Solange wir Menschen hier alles haben wollen, Straßen, Häuser, Versorgung und so weiter, dann muss die Natur an manchen Stellen weichen. Und jetzt ist es hier quasi der Fall gewesen, dass die Bürokratie selbst dafür gesorgt hat, dass die gefundene Ausgleichsfläche einfach nicht für die Anzahl der Vögel ausgereicht hat. Und da geht die Behörde hin, macht von ihrer Ausnahme Gebrauch und erteilt sich eine Ausnahmegenehmigung. Ja, stell dir mal vor, du würdest dir eine Ausnahmegenehmigung für deine Steuern ausstellen. Da wären sie ganz schnell mit der Polizei bei dir zu Hause. Hier in Hamburg können die Grünen sich alles erlauben und die CDU, sie geht hier auf die Barrikaden. Der Bürgerschaftsabgeordnete aus Hamburg, Dennis Gladiator, er heißt wirklich Gladiator, sagte, Zitat, um ihre Großbausiedlung in Oberbillwerder durchzudrücken, setzen sich die Grünen über fachlich begründete Gerichtsurteile hinweg. Ob das Gerichtsurteil denn so fachlich begründet ist, sei mal dahingestellt. Ob die Ausgleichsfläche jetzt für 50 oder für 68 Vögel ist, das ist ja, also, Leute, als ob ihr jetzt quasi pro Quadratmeter sagt, der Vogel braucht so viel Platz. Die Vögel werden dort unterkommen können, bin ich mir sicher, aber dass die CDU jetzt darauf rumreitet, dass man Wohnungen lieber bauen will, anstatt Vögel zu schützen, was ist denn Programm der CDU in Hamburg? Wollen sie denn etwa nicht, dass hier neuer Wohnraum geschaffen wird für die Leute in der Stadt? Anscheinend nicht.
Dann wissen wir, dass wir auch die Christdemokraten in Hamburg dann entsorgen können. Keiner braucht sie mehr, wenn hier ein paar Feldlerchen wirklich wichtiger sind als ein neues Wohnquartier. Da haben Politiker ihren Auftrag nicht verstanden, Politik für das Volk zu machen und nicht für die Vögel in diesem Land. Wobei, es gibt mit Sicherheit auch einige Vögel unterm Volk, aber andere Diskussion. Die Hamburger Umweltbehörde gibt hier auch noch ein Zitat ab. Auf Hannover Sand finden entsprechende Maßnahmen zur Herrichtung geeigneter Habitate für Feldlerchenpaare bereits statt. Diese wurden den Bedürfnissen der Feldlerche angepasst. Damit will sich die grüne Politik herausreden und ehrlich wäre eigentlich, indem die Grünen endlich mal sagen, wir müssen im Bundesnaturschutzgesetz so manche Regel über Bord werfen. Ja? Auch dass wegen ein paar Hamstern teilweise ganze Stadtsiedlungen nicht gebaut werden. Das ist Deutschland 2024. Das ist vor allem ganz viel hier oben. Das hat nichts mit Politik mit Kopf zu tun. Das ist kopflose Politik. Das ist wirklich kopflose Politik. Wegen ein paar Vögeln den Bau von Wohnungen verzögern zu wollen, das will die CDU hier in Hamburg. Die Grünen, ja, sie setzen sich hier über ein Gerichtsurteil hinweg, aber offensichtlich mit einer Ausnahme des Bundesnaturschutzgesetzes, das die CDU mal verabschiedet hat in dieser Form. Und jetzt wird das Ausnutzen dieser Gesetzeslücke oder dieser Möglichkeit den Grünen vorgeworfen. Ich möchte die Grünen nicht in Schutz nehmen, das haben sie überhaupt nicht verdient, aber die Entscheidung der Lokalpolitiker hier in Hamburg, lieber Wohnungen zu bauen, als das letzte Vogelpärchen zu schützen, das ist Politik mit Kopf, das ist Politik für die Bevölkerung, denn der Wohnraum, der wird viel dringender gebraucht als diese 18 Feldlerchen. Nichts gegen die Feldlerchen, sind wunderschöne Tiere, die braucht man mit Sicherheit auch, aber wir brauchen noch viel dringender Wohnungen für uns. Wir haben über 3 Millionen Menschen mehr im Land als vor 10 Jahren und haben noch nicht mal 1 Million neu dazugebaute Wohnungen geschafft. Das ist Deutschland 2024. Die CDU in Hamburg, der Herr Gladiator, möchte jetzt gegen die Grünen vorgehen, weil sie hier sich nicht mal mehr an Gerichtsurteile halten, wo man immer noch mal sagen muss, das Gesetz erlaubt die Ausnahme auch. Nach einem Gerichtsurteil, dann müsste man das Gesetz erstmal in Berlin ändern. Aber das Gesetz in Berlin ändern für mehr Naturschutz, dafür gibt es absolut gar keine Mehrheit. Das wird niemand machen in Berlin. Sie sind froh, wenn überhaupt noch jemand baut. Aber ich bin gespannt auf deine Meinung. Wie siehst du das, dass sich Grüne über Gerichtsurteile hinwegsetzen, beziehungsweise dass Grüne lieber Wohnungen bauen, als Feldlerchen zu schützen, beziehungsweise sich an jedes Stöckchen zu halten, was ein Gerichtsurteil einem vor die Nase hält und sagt, schöne Ausgleichsfläche hast du da, aber das reicht nicht für alle Vögel, sie ist zu klein, such dir bitte eine weitere. In einem zugebauten Stadtgebiet ist das allerdings etwas schwierig, weitere Ausgleichsflächen zu finden. Damit mache ich mal Schluss. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Ein Lob für die Grünen wirst du sicher nicht übrig haben, aber wie siehst du die Entscheidung in der Sache? Sind für dich auch Wohnungen wichtiger als Vögel oder siehst du das anders? Schreib mir mal einen Kommentar.